Vater, danke für Julia. Danke, Herr, dass du sie berufen hast, dass du mit ihr bist. Und danke auch für das Wort, das du ihr aufs Herz gelegt hast. Und ich bete, dass du Julia jetzt segnest und dass du auch unsere Herzen öffnest, Herr, dass wir empfangen können, was du uns zu sagen hast. Lass es auf fruchtbarem Boden fallen. Lass dein Wort Frucht bringen in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Ja, ich hoffe, man sieht alles gut. Ja, ich darf heute predigen und ich habe mir ein Thema ausgesucht, was ziemlich gut passt gerade in diese Zeit auch der Gemeinde, weil wir uns ja jetzt schon länger mit Psalm 1 beschäftigen oder auch eine Prophetie bekommen haben, wo es um Bäume geht. Und letztendlich habe ich mir ja dann auch so ein Thema ausgesucht und habe es genannt Be Like a Tree, Planted by Streams of Living Water. Und ich habe es halt Englisch genannt, weil ich so dachte, Be Like a Tree, hört sich irgendwie melodisch an, soll aber auf Deutsch einfach heißen, sei wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Genau, mir ist aufgefallen, dass in der Bibel Bäume immer und immer wieder auftauchen und ich möchte euch auch schon mal vorwarnen, dass diese Predigt heute so ein bisschen studienmäßig wird, also wir studieren heute und wir machen auch ein bisschen geistlichen Bio-Unterricht. Bleibt dran, es wird cool. Genau, mir ist aufgefallen, vom ersten Buch der Bibel, also von Genesis bis hin zur Offenbarung, ist eigentlich immer wieder auch von Bäumen die Rede. Nicht nur, weil sie natürlich Gottes Schöpfung sind. Zum Beispiel haben wir auch den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens gleich zu Anfang und auch am Ende der Bibel. Das ist schon so ein Thema für sich. Da kann ich heute nicht so viel drauf eingehen. Aber es ist sehr spannend, das mal zu studieren. Und ich persönlich finde Bäume extrem schön oder Pflanzen im Allgemeinen. Hier sind auch so ein paar schöne Pflanzen. Weil ich finde, sie sehen echt schön aus. Ich finde sie extrem faszinierend, auch biologisch gesehen. Und das Thema Gottes Schöpfung beschäftigt mich jetzt auch schon länger im Allgemeinen. Und ich glaube, vieles oder alles, was Gott erschaffen hat, zeigt auf etwas Höheres, zeigt auf ihn. Und Gott möchte uns dadurch auch geistliche Prinzipien lehren oder uns Sachen veranschaulichen. Und ich merke, dass wir oft so mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Das sieht dann ungefähr so aus. Wer fühlt sich angesprochen? Also ich fühle mich angesprochen, weil das ist mein Alltag. Ich denke, euer auch. Und wir leben halt in so einer digitalen Medienwelt, was natürlich seine Vorteile hat. Aber ich sehe so manchmal die Gefahr, dass wir unseren Fokus ein bisschen verlieren oder dass wir uns mancher Dinge nicht mehr so richtig bewusst werden. Die Schöpfung nicht mehr bewusst wahrnehmen, Gott nicht mehr bewusst wahrnehmen. Das kann leicht passieren, wenn wir so in einer virtuellen Welt leben. Und ich lade euch heute ein, Gottes Schöpfung, especially die Bäume, etwas genauer anzusehen und mal von unserem Handy aufzuschauen, damit wir nicht noch gegen die Bäume laufen. Kleiner Witz, sondern dass wir uns einfach mal betrachten, wozu sind denn Bäume da? Gott lehrt uns durch Bäume über das Leben und vermittelt uns durch Bäume geistliche Prinzipien. Und ich will nur mal so ein paar wenige Verse vorlesen oder hier zeigen, wo Bäume auftauchen oder wo Gott uns etwas an ihnen oder durch ihn zeigen möchte. Und das sind wirklich nur mal ein paar. Römer 11 zum Beispiel, das Ölbaumgleichnis, ganz bekannt. Ja, Israel ist die Wurzel, der edle Ölbaum. Wir, die Nation als wilder Ölbaum, werden dort eingepfropft. Wir haben Anteil an der Fettigkeit, die Wurzel trägt uns. Das ist ein sehr krasses Bild und ein sehr interessanter Baum, der Ölbaum eben, der hier gewählt wird, um das zu verdeutlichen. Psalm 95, 13 sagt, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Und übrigens, die Zeder kommt circa 70 Mal im Alten Testament vor. Interessant. Sie hat auch interessante Bedeutung dort. Jesaja 61 sagt, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und letztendlich Psalm 1, sei wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und das ist der Kern meiner Predigt heute. Es geht heute besonders um Psalm 1. Daher hat meine Predigt auch den Namen. Und ich will mal mit euch die ersten drei Verse vom Psalm 1 lesen. Der Psalm ist nicht besonders lang, aber wir schauen uns heute auch nur nur zwei Verse eigentlich davon in der Tiefe an. Aber holt mal eure Bibeln
oder eure Apps und dann gucken wir mal, was da steht. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Das ist doch mal ein cooler Vers, finde ich. So, wenn Gott in der Bibel, wie wir gerade schon eben kurz uns angeguckt haben, so oft über Bäume spricht oder uns an Bäumen etwas verdeutlichen möchte, dann würde ich doch jetzt mal gucken, wozu sind denn Bäume da? Was ist denn die Funktion von so einem Baum? Also, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Julias Bio-Unterricht. Und wir gucken uns jetzt mal an, wozu ist ein Baum da? So, jetzt muss ich hier ein bisschen spielen mit meinen ganzen Medien. Also, erster Punkt. Wir brauchen Bäume im Prinzip zum Leben. Gott hat sie in dieses Ökosystem gesetzt, weil sie existenziell wichtig sind fürs Leben. Denn, wie wir das vielleicht noch aus den früheren Bio-Unterricht kannten, gibt es da so etwas, das nennt sich Photosynthese zum Beispiel. Und bei der Photosynthese, um das Ganze einfach zu sagen, nimmt halt eine Pflanze, da wo Chlorophyll ist, ja, in Licht auf, Wasser auf, dann atmen wir noch Kohlenstoffdioxid aus und dann knallt's, beziehungsweise dann erfolgt eine biochemische Reaktion, wo halt eben Sauerstoff abgegeben wird. Und auch noch Energie, beziehungsweise Traubenzucker in Form von Glucose. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Aber das ist sehr, 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 sehr wichtig, denn Bäume sind unser großer Sauerstofflieferant. Und ohne Bäume hätten wir im Prinzip kein Leben, könnten wir nicht atmen. Und Bäume sind natürlich auch noch für mehr da. Aber ich schreibe das jetzt, ich hoffe, das kann man überhaupt lesen. Mal hier an unsere Flipchart, also Bäume, ein Grund, warum die existieren. Halt fürs Leben oder auch fürs Atmen. Ich schreibe mal Schrägstrich Atmen. Genau, okay. So, wozu noch? Wozu sind Bäume noch gut? Dazu. Also, Bäume bringen Frucht, jedenfalls viele Bäume, viele Pflanzen. Das finden Tiere und Menschen in der Regel äußerst cool. Bäume oder die Früchte von den Bäumen geben halt Nahrung, geben Energie, Nährstoffe. Aber nicht nur das, sondern Früchte, ich wette, ihr stimmt mit mir überein, sind auch einfach da zum Genuss. Also ein Apfel oder so eine Weintraube oder ein Granatapfel ist einfach zum Genuss extrem cool. Dann sind Bäume da, weil sie Holz geben, beziehungsweise wir nutzen sie. Wir nutzen das Holz der Bäume fürs Handwerk. Wenn Gott keine Bäume erschaffen hätte, ich weiß nicht, auf was ihr gerade zu Hause sitzt, ob das aus Holz ist, der Stuhl oder das Bett oder das Sofa, dann würdet ihr jetzt alle auf den Po fallen, weil sowas würde dann gar nicht existieren. Wir hätten ja alles nur aus Metall. Kein Spielzeug, auch keine Kunst, kein Handwerk, kein Papier übrigens, keine Literatur, jedenfalls nicht auf Papier. Also sind Bäume oder das Holz aus den Bäumen wichtig zur Gestaltung und sie haben einen Nutzen für uns und auch für ganz viele Tiere, aber halt auch, um kreativ zu werden, machen wir alles Mögliche oder schnitzen sogar direkt etwas aus oder in Bäume hinein. Jetzt kommt ein Punkt, den finde ich total cool. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten oder viele Instrumente aus Holz gebaut sind? Wenn wir dieses Holz nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich nur Blasinstrumente. Und so viele Instrumente sind halt aus Holz. Harfen, Geigen, Gitarren und das Holz macht einen Unterschied, weil nicht jedes Holz klingt gleich. Und ein Instrumentenbauer weiß genau, okay, das Holz nehme ich dann dafür und das klingt so und das klingt so und das macht einen Unterschied. Olivenbaumholz wird sich anders bestimmt anhören als Kirsche oder Mahagoni. Also, Bäume haben im Prinzip ihren eigenen Klang oder geben ihren eigenen Klang durch das Holz. Je nachdem, welcher Art. Okay. So, dann ein ganz einfacher Grund. Gott hat, glaube ich, Bäume einfach nur erschaffen, weil sie wunderschön sind. Ich finde sie wunderschön. Den Baum, den man hier sieht, ist mein Lieblingsbaum, die Trauerweide. Schönheit. Ein wesentlicher Punkt.
ohne Bäume, habe ich mir so gedacht, sähe das hier aus wie auf dem Mars. Ich glaube, das fände ich auf Dauer ein bisschen langweilig. Bäume bieten auch Schutz, wie man hier auf diesem süßen Bild sehen kann. Schutz für Tiere, aber auch Schutz für uns Menschen oder einen Lebensraum auch. Genau, machen wir weiter. Und Bäume, das finde ich jetzt besonders cool, helfen im Prinzip anderen Bäumen. Und das ist kein Witz. Weil Bäume in einem funktionierenden Waldsystem schließen sich ernsthaft durch das Wurzelsystem zusammen. Und es kann dann passieren, wenn ein Baum leidet, wenn ein Baum praktisch Hilfe braucht, dass sie unterirdisch durch das Wurzelsystem eine Zuckerlösung pumpen und diesem Baum helfen. Wenn ein Baum leidet, leiden alle anderen Bäume mit. Ich glaube, der Bibelvers ging anders. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder mit. Und das finde ich so genial. Gott möchte uns durch unseren Körper, anhand unserem Körper etwas sagen. Und auch, wie ich finde, durch Bäume. Genau, also wozu sind Bäume da? Zur Hilfe im Prinzip und zum Netzwerk. Denn sie sind wesentlicher Bestandteil eines Netzwerks, nicht nur unter sich, sondern ja auch mit anderen Tieren, mit anderen Pflanzen etc. Gut, noch ein Punkt, den ich total genial finde. Bäume überleben uns locker. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal bewusst geworden ist so richtig. Allein die Zeder, von der ich eben sprach, kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Und es gibt Bäume aktuell, die jetzt leben oder die jetzt noch da sind, die sind ein paar tausende Jahre alt. Und damit waren die schon da zu biblischen Zeiten. Und damit standen die schon, während Generationen von Generationen an Menschen kamen und gingen, während Könige abgesetzt werden und wieder eingesetzt und während alles Mögliche passiert ist auf dieser Welt. Und der Baum steht immer noch. Finde ich voll krass. Natürlich geht auch der Baum irgendwann ein, weil wir sind eine gefallene Schöpfung hier, aber im Prinzip sind Bäume für mich ein Symbol für Ewigkeit, weil sie so krass lange leben. Die überdauern so krass lange und haben auch immer wieder Potenzial, neu zu sprießen, neu zu treiben. Und nun der letzte Punkt. Im Prinzip geben Bäume ein Erbe. Weil wenn deine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern eventuell Apfelbäume gepflanzt haben und da war noch nichts da oder sie waren ganz klein, du hast jetzt den Ertrag davon, du hast jetzt die Frucht davon oder du hast als Kind einfach da in dem Schatten Schutz gesucht. Und damit hinterlassen Bäume, ich hoffe, das kann man noch sehen, im Prinzip ein Erbe für die nächsten Generationen. So, Biounterricht beendet. Okay, Kappe ist weg. Jetzt wollen wir uns nochmal in Psalm 1 bewegen mit diesen kleinen Facts im Hinterkopf. Das habe ich absichtlich gemacht, ihr werdet gleich nochmal sehen, warum. Und Angel, kannst du vielleicht mal gerade ans Klavier gehen, weil ich würde gerne jetzt nochmal Psalm 1 vorlesen, mal aus Ich-Perspektive und es so ein bisschen mit Musik untermalen. Genau, also lasst euch einfach drauf ein. Nochmal jetzt Psalm 1 in Ich-Form zu lesen und ich habe noch Jesaja 61 hinten dran gepackt. Wohl ist mir, wenn ich meine Lust habe am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinne, Tag und Nacht, dann werde ich sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Und ich bringe Frucht zu meiner Zeit. Und meine Blätter verwelken nicht. Und alles, was ich tue, gerät wohl. Ich werde genannt sein Baum der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn. Zu seinem Ruhm. Amen. Ja, Amen, danke. Genau, sind wir noch mal kurz da reingegangen. Wann sind wir wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen? Psalm 1, Vers 2 gibt die Antwort. Wenn wir unsere Lust haben am Gesetz des Herrn.
und über dieses Gesetz nachsinn Tag und Nacht. Und ich will jetzt mal das Wort Gesetz mit euch genauer angucken, denn Gesetz hat manchmal so einen negativen Beigeschmack, oder? Wir lesen diesen Text und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stolper so ein bisschen über das Wort, weil ich so denke, Gesetz. Aus meiner kulturellen Brille heißt das dann so, entweder man macht was falsch oder man macht was richtig und wenn ich es falsch mache, dann gibt es Konsequenzen. Ja, wenn ich mit 150 über die Landstraße bretter und da ist nur 100 erlaubt und ich werde geblitzt, dann habe ich ein Problem, dann hat das Konsequenzen. Das ist oft so unsere Assoziation. Aber ist das hier richtig? Hier steht im hebräischen Torah, und klar, die Torah, ne, wissen wir, ist das Gesetz und die fünf Bücher Mose, aber das ist nicht alles. Ja, Torah steht auch für Weisung des Herrn, für seine Lehre. Es ist auch ein Wort für die ganze Gottesoffenbarung der Heiligen Schrift. Und ich finde es total spannend, und das lässt mich so ein bisschen aufhorchen, dass in Matthäus 5, 17 bis 18 Folgendes steht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer hat das gesagt? Wer ist ich? Wir treten mal einen Schritt zurück und betrachten das Ganze jetzt noch universaler. Oh, ich liebe das. Wir schauen uns nämlich jetzt mal Genesis an. Also nochmal alle Bibeln herholen. Genesis 1. Ich sage mal Genesis, also das erste Buch Mose, weil das leichter und schneller geht. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott hat durch sein Wort die Welt erschaffen. Am Anfang war die Welt wüst und leer. Und bams, Gott sprach und es wurde. Und ich denke mir, was ist das für eine Stimme? Was ist das für ein Gott? Gott ist einfach... Aus Gott kommt einfach pure Energie, pure Kreativität, pures Leben und er sprach und es wurde. Ich finde das total krass. Und Psalm 29, weiß nicht, ob ihr das schon mal ganz gelesen habt, beschreibt die Stimme des Herrn oder beschreibt so Facetten der Stimme des Herrn. Und es ist so eine gewaltige, machtvolle Stimme. Da steht, dass sie sogar Zedern, von denen wir eben schon gehört haben, Zedern zerbricht in zwei, dass sie dafür sorgt, dass die Hirschkühe gebären und die Wälder entblättert und Feuer sprüht und so weiter und so weiter. Das heißt, Gottes Stimme ist gewaltig. Er hält alles zusammen, er hat alles erschaffen, nicht nur die Erde, das ganze Universum. Und das ist einfach mal ein viel universellerer Blick. Lasst uns mal größer denken. Jetzt schauen wir mal an, wodurch er die Welt ganz genau erschaffen hat. Und das steht in Johannes 1. Und ich liebe diese Parallele. Das sind die ersten drei Verse, genau wie bei Genesis. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Friends, nicht nur durch Klang oder Ton, sondern durch eine Person. Was habe ich eben gefragt? Wer kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen? Das Wort, das die Welt erschaffen hat. Johannes 1 sagt noch weiter, das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Das war praktisch anfassbar. Sie haben mit Jesus gelebt. Jesus ist das Wort und sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Er war das wahre Licht der Menschen.
Und Johannes ist so ein Typ, der krasse Offenbarungen hat über das Wort und über Jesus. Johannes hat mit Jesus auf dieser Erde gewandelt. Johannes hat mit Jesus gegessen und geredet und sie hatten Beziehungen und so weiter. Jesus, als er als Mensch auf dieser Erde gewandelt hat. Aber Johannes hat diese Offenbarung, wer Jesus noch viel universeller ist oder universaler, weil Jesus ist Gott und durch ihn wurde das Universum und die Erde erschaffen. Und er war schon da, noch bevor die Welt gegründet war. Das ist Jesus. Das ist Gott. Das ist so krass. Und Johannes hat sogar noch mehr Offenbarung in Offenbarung 1. Offenbarung 1, es ist wieder Offenbarung 1, also wieder Kapitel 1, ist eine weitere Offenbarung, die Johannes empfängt über dieses Wort. Es ist nämlich die Offenbarung Jesu Christi und Jesus sagt in Vers 18 über sich selbst, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der da ist, der da kommt, der da war, der Allmächtige. Ist irgendwie interessant, Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und ich bin der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist alles. Er ist wirklich das Wort. Und er ist außerhalb von Raum und Zeit. Und das ist total krass, weil damit hat Johannes eine überdimensionale Offenbarung, eine wirklich absolut krasse Offenbarung, wie ich finde, weil er hat Jesus in allen möglichen Facetten gesehen und kennengelernt. So, und jetzt kommen wir noch zu Epheser 1. Epheser 1, auch wieder die ersten Verse, beschreibt, welche Stellung wir in ihm haben, also in Jesus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus, wie er uns in ihm, also in Jesus, auserwählt hat, noch vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das finde ich krass. Jesus, das Wort, war vor Erschaffung der Welt schon da, durch ihn ist alles erschaffen worden und der Vater hat uns schon da, an diesem Punkt, in ihm auserwählt und geliebt und gesehen. So wie Thomas heute sagte, die erste Liebe. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns zuerst auserwählt, noch bevor die Welt erschaffen wurde. Und ich würde sagen, das kleine Wörtchen Gesetz, was wir uns eben angeguckt haben, explodiert hier gerade in seine Bestandteile, weil Jesus dieses Wort, dieses überdimensionale, krasse Wort, was außerhalb ist von Raum und Zeit, was alles erschaffen hat, was alles zusammenhält, ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und wurde Fleisch und wandelte und will auch jetzt noch mit uns wandeln unter uns. Er ist immer noch da. Er ist gerade jetzt da, wo ihr seid. Genau. Also, unsere Köpfe rauchen vielleicht, wenn wir das alle so sehen. Aber ich finde das so krass. Ich meine, Genesis 1, Psalm 1, Johannes 1, Epheser 1, Offenbarung 1. Diese ersten Kapitel geben uns eine krasse Offenbarung, wer das Wort ist. Zeigen uns, wer Jesus in seinen Facetten ist. Ja, nicht nur die Kapitel, aber ich finde es so interessant, dass es hier auch immer die ersten Kapitel sind. Friends, die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch. Okay, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Durch das Wort Gesetz. Also Tora im Psalm 1. Lesen wir das nochmal. Ja, wir kauen das heute wie Kaugummi, diesen Psalm. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, Klammer auf, sprich, an der Weisung Gottes, an seiner Lehre, an seiner gewaltigen Stimme, die Zedern im Libanon zerbricht oder die macht, dass Hirschkühe Kinder kriegen, an dem Wort in Person, also an Jesus selbst, der die Welt erschaffen hat, noch bevor diese Welt überhaupt stand, der für uns gestorben und auferstanden ist, der zu Rechten des Vaters sitzt, der wiederkommen wird, in dem wir ausgewählt sind, in den himmlischen Regionen, noch bevor überhaupt Licht oder Bäume oder Menschen oder irgendetwas auf dieser Erde war. Klammer zu. Okay. Und darüber nachsinnen, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an frischen Wasserbächen, eine Pflanzung zu seinem Ruhm. Denn wir sind gepflanzt, Leute, und gegründet in ihm, noch bevor
diese Welt erschaffen wurde. Hat er uns schon geliebt und uns auserwählt. Wer kann mir noch folgen? Zusammengefasst, wohl dem, der seine Lust hat an Jesus und über Jesus nachsinnt, Tag und Nacht, der also Gemeinschaft mit ihm hat, Gemeinschaft mit dem Wort in Person, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und wir schauen uns ein weiteres Wort in diesem Vers an, und zwar das Wort Nachsinn. Was heißt denn jetzt Nachsinn? Die Schlachter übersetzt das so: Nachsinn heißt meditieren im Prinzip. Nachsinn heißt mehr als das Wort nur zu lesen. Wer kennt dieses Phänomen, Bücher zu lesen, ohne sie zu lesen? Oder Texte? Also ich bin ziemlich gut da drin, besonders wenn ich abends müde bin oder irgendwas lesen muss, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Dann ist es so, meine Augen fahren über die Buchstaben und über die Worte und Seite über Seite. Und irgendwann realisiere ich dann mal nach 2, 3 Seiten, Julia, du hast nicht ein Wort verstanden, du hast überhaupt nicht aufgepasst, was du da liest. Aber trotzdem sind meine Augen über die Worte gefahren. Das ist so ein bisschen mein Struggle oft. Es funktioniert auch, dass wir etwas mit Bewusstsein lesen. Das heißt, 5 Minuten später könntest du sagen, ja, in dem Text kam das und das vor. Aber das hat keine Auswirkung auf dich und in einer Woche hast du alles vergessen. Das kenne ich auch sehr gut. So ein Wort, was einem so komisch aufstoßt, weil wir oft an fernöstliche Meditation denken oder Ähnlichem. Aber Meditation meint eigentlich nur per Definition Nachsinn, Nachdenken, Betrachtung anstellen. Und die englischen Bibelübersetzungen schreiben da sogar oft meditate. Also sie nehmen das Wort direkt. Also meditieren meint Nachsinn. Es kann aber auch bedeuten, dass wir das Wort auf irgendeine Art und Weise ausdrücken. Also dass wir es aussprechen. Dass wir es aussingen, wie wir das Dienstag auch hier bei Hub und Bull tun mit Musik. Dass wir ja da einfach das Wort durch uns durchfließen lassen. Dass wir Jesus einfach fließen lassen und das Wort aussingen. Oder ausspielen auf unseren Instrumenten, dass wir nachdenken, dass wir mal stehen bleiben, dass wir verinnerlichen, dass wir unsere Gedanken weitergehen lassen und mal gucken, was ist gemeint, dass wir es malen, dass wir damit beten oder es austanzen, sei kreativ. Und genau das haben wir hier gerade schon getan. Wir tauchen hier ein in Psalm 1 auf verschiedene Art und Weise, wir kauen da richtig drauf rum und meditieren darüber. Darum habe ich mich eben schon mal länger mit Bäumen beschäftigt und wir hatten eine kleine geistliche Biostunde und haben geguckt, okay, wozu ist denn überhaupt ein Baum da? Wenn Gott sagt, ja, sei wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, warum sagt er nicht, sei ein Känguru oder sei ein Stein? Wozu ist denn ein Baum da? Warum hat Gott Bäume nochmal erschaffen? Wir haben das Wort Gesetz uns gerade ziemlich krass angeguckt, in einer krassen Dimension und noch ein paar Bibelverse mehr und einfach mal unsere Gedanken so beobachtet, okay, wo geht das Ganze hin? Was ist mit Gesetz gemeint? Und wir haben sogar die Bibelstelle eben mit Musik persönlich über uns ausgesprochen und es persönlich werden lassen, weil, Leute, es ist das Wort. Es ist nicht einfach nur ein Buch. Es ist Gottes Wort. Es hat einen Impact, es hat einen Einfluss auf uns. Und wir haben sogar wissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen. Und das ist alles ein Teil von Meditation oder Nachsinn über das Wort und noch viel mehr. Also wie gesagt, werden kreativ. Denn es ist wichtig, dass wir das Wort kennen, es am Stück zu lesen. Na, wie ich schon sagte, das ist sehr wichtig, es zu studieren, uns den historischen Kontext anzugucken. Das mache ich alles auch sehr gerne. Aber es ist ganz wichtig, dass wir auch da drin verweilen. Mal stehen bleiben. Wirklich nachdenken. Fragen, Gott, was willst du mir da sagen? Das Wort essen, es persönlich werden lassen. Denn Gottes Stimme ist so viel mehr als nur geschriebenes Wort. Wir müssen Gemeinschaft mit dem Wort haben, also mit Jesus direkt. Und dafür brauchen wir oft ein bisschen Zeit und dafür müssen wir auch einfach mal innehalten und zur Ruhe kommen. Wir haben im Lobpreis eben so viel über Ruhe gesungen. Das Wort, Jesus will uns begegnen. Und darum ist es wichtig, dass wir die Bibel lesen und dass wir sie nicht nur so lesen wie ein normales Buch. Denn sie ist kein normales Buch. Wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben und über ihn nachdenken, Tag und Nacht, dann wird uns das verändern. Was ist das? Mehr Bäume? Animierte Bäume? Das
ist eine animierte Darstellung von unseren Nervenzellen in unserem Kopf, also von unserem Gehirn. Und ich finde es irgendwie lustig oder interessant, dass die auch so ähnlich aussehen wie Bäume. Und das finde ich sehr interessant im Zusammenhang hier mit Psalm 1. Weil wir haben gerade gelernt, okay, wir sollen mit Jesus Gemeinschaft haben, wir sollen über sein Wort nachdenken, wir sollen richtig darüber meditieren, das heißt es verinnerlichen, wirklich es in unsere Gedanken, also in unseren Gedanken eingeben, wiederholen, darüber nachdenken halt. Und wer ist am Denken beteiligt? Die Nervenzellen. Und ich finde das irgendwie so lustig, wollte ich nur kurz reingeben, dass das so baumartig auch aussieht und dass diese kleinen Verästelungen, also diese kleinen Zellverästelungen auch Dendriten heißen, was vom Baum, also was vom griechischen Wort Baum kommt. Fand ich ganz lustig, weil das Thema Gedanken ist ein extremst wichtiges Thema. Hoffmann von Fallersleben hat mal dieses Lied geschrieben: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Das Lied ist ganz schön. Und es ist richtig, dass wir frei sind, alles zu denken. Aber so eine Sache hier sehe ich so ein bisschen mit Skepsis. Fliehen denn die Gedanken vorbei wie nächtliche Schatten? Gedanken haben oft einen ziemlich krassen Impact oder einen ziemlich krassen Einfluss auf uns. Es ist nicht egal, was wir denken. Das sagt auch schon die Bibel. Gedanken haben Einfluss auf unsere Emotionen, auf unsere Erinnerung, unsere Fähigkeit zu denken, ja, ob wir uns konzentrieren können oder nicht, unsere Fähigkeit, kreativ zu sein, Gottes Stimme klar zu hören, auch unsere Gesundheit. Wer ist in stressigen Phasen schon mal krank geworden? Oder wer merkt das, wenn man sehr viel Stress hat, wenn man Ängste hat, wenn man sehr viel über etwas nachdenkt, was nicht gut ist? Es schlägt einem auf den Magen oder man kriegt Migräne oder andere Geschichten. Unsere Gedanken haben Einfluss auf unsere Hormone, wie wir sprechen, wie wir handeln, unsere Beziehung, den Blick auf uns selbst, den Blick auf Gott. Also unsere Gedanken sind wichtig. Und jetzt ist die große Frage, was denken wir den ganzen Tag? Versinken wir im Stress? Oder nehmen wir uns Zeit, mit dem Wort persönlich, also mit Jesus, zusammen zu sein und uns verändern zu lassen? Paulus sagt in Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die Erneuerung eurer Gedanken, damit ihr prüfen könnt, was der gute und der wohlgefällige Wille Gottes ist. An was erinnert uns das jetzt? Der gute, der wohlgefällige Wille Gottes, Weisung, also Tora. Psalm 1 ist im Prinzip ein Schlüssel dafür, unsere Gedanken zu ändern. Weil Psalm 1 zeigt, worüber wir nachsehen, also worüber wir nachdenken sollen und dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben müssen. Wir müssen die Gedanken gefangen nehmen, die kein Leben oder keine Frucht geben und sie Jesus unterstellen. Das ist total wichtig, weil unsere Gedanken beeinflussen so viel in unseren Beziehungen, in unserem Leben. Und wir haben eine Entscheidung, Leute, und die Entscheidung müssen wir selbst treffen, was denken wir und was nicht. Dazu müssen wir uns natürlich erstmal bewusst werden, was wir da den ganzen Tag so denken. Und es ist wichtig zu wissen, dass wenn wir die Gedanken gefangen nehmen, wenn wir sagen, okay, ich glaube der Lüge nicht länger, ich glaube nicht länger das, was ich bisher über mich ausgesprochen oder gedacht habe, oder ich sage zu dieser Angst jetzt nein in Jesu Namen, ich habe keine Angst, ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und so weiter. Wir wissen, was Jesus uns sagt, aber wir müssen aufstehen und sagen, stopp, ich nehme das gefangen und unterstelle es unter den Gehorsam Christi. Und das müssen wir aus einer bestimmten Position heraus tun. Und die haben wir eben uns schon angeguckt in Epheser 1. Wir tun das nicht aus uns selbst heraus, sondern wir sind gesetzt in Jesus. Noch vor Grundlegung der Welt sind wir erwählt worden. Damit tun wir das aus einer Position heraus, als Sohn und als Tochter. Und zwar aus einer sehr krassen Identität heraus und einer sehr krassen Autorität nehmen wir unsere Gedanken gefangen in Jesu Namen und unterstellen sie unter ihn und füllen uns mit dem, was er sagt. Und das ist ein ganz krasser Gegensatz zum positiven Denken, was die Welt tut. Weil positives Denken tut alles aus sich selbst heraus und das ist extremst anstrengend und es hat kein Gegenüber.
Aber Genesis 1 und Johannes 1 und Offenbarung 1 und Psalm 1 und Epheser 1 sprechen von einer Person, die dich liebt, die dich zum Leben führen möchte, dass du Frucht bringst. Und wir müssen aktiv aufstehen und unseren Platz einnehmen in Jesus Christus. Und das ist eine Verantwortung, die wir selbst haben, aufzustehen und unseren Platz einzunehmen. Okay, kommen wir zurück zu den Bäumen. Wenn wir jetzt über Jesus meditieren und über ihn nachsinnen, sein Wort nachsinnen, Tag und Nacht, dann sind wir wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und diese kleinen Wörtchen zu seiner Zeit verrät im Prinzip schon, dass das oft ein Prozess ist. Sein Mindset zu ändern, seine Gedanken zu erneuern, Frucht zu bringen, braucht oft Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht alles Instant-Kaffee, auch wenn wir das manchmal gerne so hätten, also möglichst schnell und möglichst sofort. Unsere Gesellschaft ist so trainiert, alles jetzt, alles sofort. Aber Jesus geht mit uns durch Prozesse. Er trainiert uns, er beschneidet uns, ja, wie der Gärtner seine Pflanzen beschneidet, weil er weiß, dann geben die Bäume noch mehr Frucht. Denn unreife Früchte zu essen, ist absolut nicht gesund und nicht genießbar. Unser Denken und unser Tun, alles muss mit ihm eins werden. Wenn unsere Wurzeln in Jesus gegründet sind und wir über ihn, das wahre Wort, was die ganze Welt erschaffen hat, nachdenken Tag und Nacht, dann werden sich unsere Gedanken erneuern und wir werden erkennen, was der gute und der wohlgefällige Wille Gottes ist. Also, zurück zum Anfang, wozu war der Baum nochmal da? Sind wir in Jesus verwurzelt, dann werden wir Leben geben. Gedanken des Lebens denken, Worte des Lebens sprechen, Taten des Lebens tun, die Menschen zum Leben führen, zum wahren Strom des Lebens, zu Jesus selbst. Wenn du in Jesus verwurzelt bist, dann können Menschen bei dir wieder aufatmen. Wenn du in Jesus verwurzelt bist, dann bringst du gute Frucht, die ein Genuss ist für andere, die andere gerne essen wollen, weil es neue Nährstoffe, neue Energie, eben Genuss bringt. Die Frucht des Geistes, Friends. Barmherzigkeit, Liebe, Hoffnung, Glaube, Zuversicht, Geduld. Wenn wir in Jesus verwurzelt sind, wir können gar nicht anders, als das dann irgendwann zu bringen. Wir haben einen Nutzen, eine Berufung. Gott hat uns ein ganz besonderes Gabenprofil gegeben, einen ganz besonderen Charakter, eine ganz besondere Art und Weise zu denken. Er hat dich ja schon gesehen vor Grundlegung der Welt. Also denk nicht, dass du umsonst hier bist. Du hast einen Auftrag, du hast eine Bestimmung, du hast eine Berufung. Gott will Dinge durch dich hindurch tun. Und du hast einen ganz spezifischen Klang, der gehört werden soll. Jesus will durch dich hindurch schallen. Ja, du hast einen spezifischen Klang, du hast einen Auftrag, den du so erfüllen kannst, wie Gott dich halt erschaffen hat. Und du bist berufen zur Schönheit. Für dich. Also, ja, für dich auch. Aber für Gott und für andere Menschen. Andere können auch bei dir Schutz suchen. Und wenn wir in Jesus verwurzelt sind, dann sind wir eine Hilfe für andere. Wir leben in Beziehung, wir leben in Gemeinschaft und wir sind Teil des Leibes Christi. Wir sind Teil eines Netzwerks. Und wenn ein Baum leidet, dann leiden die Bäume mit. Sprich, wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben. Wir können uns nicht aus dem Leib herausbuxieren. Das funktioniert nicht. Wir sind Teil des Leibes und das ist wichtig. Und wenn wir in Jesus laufen, dann bewegt sich der Leib auch in eine Richtung, weil er ist der Kopf und wir sind die Glieder. Und du bist berufen zur Ewigkeit. Andere Menschen sehen in dir den, der ewig ist. Und wir werden damit ein Erbe hinterlassen, so wie schon unsere ganzen Vorfahren, die mit Jesus gegangen sind, für uns ein Erbe hinterlassen haben, in dem wir laufen. Und wir hinterlassen ein geistliches, eventuell auch ein natürliches Erbe für die nächsten Generationen, die wieder mit Jesus laufen. Das ist wichtig. Wir sind Teil eines riesengroßen Planes, den Gott hat mit dieser Welt und sich selbst zu verherrlichen. Und jetzt noch ein Punkt, den ich total krass finde. Dieser Baum hat Blätter, die nicht verwelken. Das ist krass. Und alles, was er tut, gerät wohl. Und das unterscheidet diesen Baum von jedem
anderen Baum, von jedem natürlichen Baum, von den ganzen anderen Bäumen. Wenn wir in Jesus verwurzelt sind, dann ist das total übernatürlich, dann verwelken unsere Blätter nicht. Und das ist nicht normal. Solange wir kein Gummibaum sind, ist das nicht normal, dass Blätter nicht verwelken bei Bäumen. Das ist total krass. Das erinnert mich so ein bisschen an Mose, der vor diesem brennenden Dornbusch da steht und denkt, das Ding brennt und es verbrennt nicht. Das Ding brennt und es verbrennt nicht. Das ist doch nicht normal. Irgendwas stimmt da nicht. Und er fängt an, genauer hinzusehen. Ja, weil Gott da drin ist, weil Gott durch den Busch hindurch spricht, weil er diesen Busch da gebraucht und dieser Busch in Flammen steht, aber nicht verbrennt. Und das ist nicht normal. Genauso ist es nicht normal, dass Blätter nicht verwelken, sondern immer da sind, immer grün sind, immer voller Leben, immer voller Energie. Und das hat Bestand bis in Ewigkeit und zwar länger als so eine jahrtausendalte Zeder. Es ist übrigens sehr spannend, dass ein Baum Wasser und Licht braucht, damit er lebt. Und dass überhaupt erst gewisse Prozesse, wie ja auch die Photosynthese am Anfang beschrieben, funktionieren nur mit Wasser und Licht. Und generell richten sich Bäume und Pflanzen und Blumen immer nach dem Licht. Habt ihr vielleicht schon mal beobachtet. Und wer ist das Licht? In Johannes 1, wer ist das wahre Licht der Menschen? Wer ist das Licht, was die Dunkelheit durchbricht? Wer gibt lebendiges Wasser, von dem wir nie wieder Durst haben? Sind wir in Jesus verwurzelt, dann sind wir ein übernatürlicher Baum, der auffallen wird. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen und anfangen zu spielen. Das ist die Funktion eines Baumes im Natürlichen. Sorry. Und wir haben auch eine geistliche Berufung, wenn wir in Jesus verwurzelt sind, aufzustehen und ihn durch uns scheinen zu lassen. Weil er ist das wahre Licht und er ist das Wasser des Lebens. Und in ihm ist alles. Ja, in ihm nehmen wir diese Nährstoffe auf. In ihm bringen wir Frucht. In ihm scheinen wir und werden dieser übernatürliche Baum, der auffallen wird. Wir müssen wie Bäume sein, wo das Licht aufgeht über ihn, denn ohne Licht sind wir nichts, ohne das wahre Licht sind wir nichts. Und ich möchte zum Abschluss, ihr könnt schon mal spielen, wenn ihr möchtet, ich möchte zum Abschluss Jesaja 60 lesen, die ersten Verse. Das ist gerade mit mein absoluter Lieblingsvers. Und ich finde, es passt so krass, weil ohne Licht sind wir nichts. Im Natürlichen schaffen es Bäume und Tiere und wir Menschen nicht, ohne Licht zu überleben. Aber auch geistlich gesehen, ohne Jesus sind wir nichts. Wir brauchen ihn. Also ihr Lieben, macht euch auf, werdet Licht, denn euer Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über euch. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Nimm deinen Platz ein. Mach dich auf und werde Licht, weil dein Licht kommt. Und du wirst Frucht bringen und du wirst dieser übernatürliche Baum werden, dessen Blätter nicht verwelken. Oder wie ein natürlicher Baum sein, dessen Blätter nicht verwelken, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und alles, was er tut, gerät wohl. Amen. Ja, Jesus, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns diesen Psalm echt tief ins Herz schreibst. Dass wir einfach erkennen, dass wir tief in dir verwurzelt sein müssen. Und dass wir einfach mehr und mehr Offenbarungen haben darüber, wer du als Wort bist. Dass du uns wirklich in die Tiefe führst und dass unser Wurzelbett dann auch wirklich tief verankert ist in dir, weil wir ohne dich nichts tun können. Weil du bist der Töpfer und du bist der Schnitzer, der daraus wunderbare Sachen kreiert. Du bist der, der alles erschaffen hat. Von dir kommt alles und zu dir geht alles. Und ich bitte dich einfach in Jesu Namen, dass du ja, uns diese Offenbarung, wer du bist, wirklich tief ins Herz legst und dass wir dich Tag für Tag näher kennenlernen, wer du bist. Und dass wir diese Dimension anfangen, mehr und mehr zu begreifen, wie groß du bist. Weil du bist der König über allem. Und wir sagen dir heute, dass wir dir folgen wollen. Und dass wir ja wirklich Frucht bringen möchten in dir.
und dass wir aufstehen wollen, um Licht zu sein, um Licht zu werden, weil über uns das Licht aufgeht. Und in Jesu Namen, ich bitte dich jetzt einfach, dass auch alles abfällt von uns, was uns daran hindern möchte, alle möglichen Ängste, Sorgen, alles, was gerade in dieser Welt ist, alle Umstände, Herr. Dass wir einfach wirklich sagen, nein, stopp, in Jesu Namen, ich nehme die Gedanken gefangen und ich stelle sie unter den Gehorsam Christi. Ich glaube nicht länger das, was der Feind mir erzählen will. Ich mache mich nicht mehr eins mit den Worten des Feindes, sondern mit den Worten von Jesus. Und ich kappe jede falsche Wurzel und ich tue jede, ja, neue, also jede neue Wurzel soll wachsen in dir, in Jesu Namen. Und wir lassen uns neu an den Strom anschließen, der du bist, Herr. Dass du uns neu durchfluten kannst. Dass du uns neu pflanzen möchtest an Wasserbächen. Ich danke dir, Herr, dass du das Wasser bist und dass wir das alles nicht aus uns heraus tun, sondern in dir. Und ich bitte dich jetzt wirklich in Jesu Namen, dass wir diese Autorität und diese Identität in dir, in dem Wort, neu begreifen. Dass wir die erste Liebe, die vor Erschaffung der Welt schon da war, für uns, für jeden Einzelnen, neu begreifen. Und dass wir sie in einer Tiefe erleben, jetzt gerade auch in dieser Zeit, wie wir sie vorher vielleicht noch nie erlebt haben. Ich bitte dich in Jesu Namen, dass du uns wirklich tiefer führst an dein Herz und tiefer führst im Geist. Und dass du uns neue Offenbarung schenkst in deinem Wort und über dich selbst als das Wort in Person, in Jesu Namen. Und ich möchte dich einfach um neue Kraft bitten und um neue Autorität, dass wir wirklich aufstehen können und sagen, in Jesu Namen, ich trete heraus als Kind Gottes und ich nehme meinen Platz ein im Leib, weil ich bin ein wichtiger Teil des Leibes und du willst Dinge durch mich hindurch tun, in Jesu Namen. Ich möchte dich jetzt auch bitten, dass neue Berufung freigesetzt werden und dass du uns einfach neu in das hineinführst, was du uns zeigen möchtest und was jetzt für diese Zeit und auch darüber hinaus als Erbe geschehen soll und was wir hinterlassen sollen. In Jesu Namen. Amen. Oh, I can't get enough. No, I can't get enough of your amazing love. No, I can't get enough.